Okay. Ja, geschafft. Ja, es geht noch weiter. Oder auch nicht. Ja, hier ist das Lapland. Ja, ich würde schon sagen. Na, ging ja noch. Was geht wohl noch höher? Ja, es geht noch höher. Splash Snow. Okay, ich schätze mal, dieser Planet, dann noch diese komischen zwei Wirbel und das große Ding oben rechts und dann in der Elemente. Ach. Jetzt taut die Eiszeit langsam auf. Jetzt taut. Zweiter Wasserlimm. Ich glaube aber nicht, dass ich ins Wasser fallen darf. Nee, ich glaube, das ist ein Insta-Kill. Weil ich glaube nicht, dass es unter Wasser weitergeht. Auch wenn Rista schwimmen kann. Ach ja? Ja. Na doch, es geht unter Wasser weiter. Guck an. Ja, gut, wenn du schon sagst, er kann schwimmen. Begrenzte Luft, oder? Ja, aber ich dachte, das wäre ein bisschen zu kalt. Genau wie bei Mario Galaxy. Wenn du da ins eiskalte Wasser fällst, dann kriegst du irgendwann Schaden. Ist klar, das war schon in Mario 64 so. Gut, das ist wieder, ich puste hier alles weg, Strömung. Nochmal, hast du unbegrenzt wieder. Luft? Ja. Ah, gut. Die Fische hier sind immer, die schwimmen im Wasserfall. Tja, sind halt super Fischer. Ah. Das Ding doch. Wow. Okay. Nervi. Ja, yep, ich puste alles weg. Strömung. Nimm das. Mit einer Kopf ist das Ding schon erledigt. Der hängt ein bisschen schief oder hat einen Buckel. Wow. Fängt das schon wieder an. So, weiyay. Voller Fee. Ja, fähig. Oh, die Schockwellen tun Aua. Das ist ein einziges Minenfeld. Wow. Abwärts! Glaube ich eine andere Wahl? Ne! Oh. Zeit zum Schwimmen! Ja, einfach mal ins Kühle lass. Oder auch nicht. Du musst so oft versuchen, bis du drüber kommst. Zum Beispiel ja, so. Ich bin drüber gekommen. Und klettern. Wundert mich der. Okay, bringt nichts. Die ist mir nur harsch, die Leiter. Ja, ich will aufpassen. Der ist, scheint mir suspekt. Ja, die Eisinger kann er ja nicht anfassen. Scheint mir trotzdem suspekt, der Stachelfisch. Ja, hier gibt's mit Sicherheit wieder. Ich mache alles kalt. Strömung. Auf jeden Fall gab's den Stern für alles. Ja. Unterwasserminen. Hab euch auch gern. Okay, hier gibt's wieder schwimmende Teile. Das heißt, hier ist Strömung irgendwann. Ha! Das habe ich ja noch überlebt. Na. Ja. Die tun dir weh, die Fische? Ja. Wir sind hier im vierten oder in der vierten oder fünften Zone. Natürlich tut mir hier alles weh. Na, klar. Naja, wir sind nicht bei I Wanna Be the Guy. Die Luftblasen töten dich nicht. Stimmt.
Oh mein Gott, was für eine niedliche Aktion hier. Im letzten Moment springen, dann kommst du rüber. Ja, so in etwa. Und dann musst du noch mindestens 5-mal machen. Ja, und einmal verkackt kannst du von vorne anfangen. Praktisch, ja. So also, wieso ist der wieder da? Typische Jump'n'Run. Obwohl, bei Sonic kam... Bei Sonic kam kein Gegner dreimal hintereinander vor. Hm. Schon gar nicht, wenn du irgendwo hingewesen bist, um ihn zu erledigen. Ja, Gegner kommen hier nicht wieder. Gegner kommen bei Sonic nicht wieder. Hm, tja. Wenn du sie einmal besiegt hast, dann sind sie tot. Gut, ich schätze mal, ich sollte einfach nur auf den Fisch aufpassen unterwegs. Und auf das Vieh. So, schon festhalten. Die Strömung kümmert ihn gar nicht, wenn er festhält. Da oben! Ach, fuck it. Weißt du, wenn er sich so dreht, kommt es mir irgendwie vor wie, Dings hier. Doomsday Zone. Bei Sonic wird er genauso weggeschleudert. Und hier. Und... fuck it. Ja. Ganz sanft runter. Ah, oh, das ist das Ende des Levels. Wunderbar. Vom Boss werde ich nochmal staten. Da muss ich zwar nach jedem Tod nochmal neu, aber... Hey, die Augen von dem Frosch drehen sich mit. Guck mal. Oh, yeah. Blöde Decke. Schon Boss Arena. Ja, was? Es wird von Lunch gesprochen. Nix, hab doch gar nichts gesagt. Hä? Ach du Scheiße. Es ist ein Bubble kein Bubble Bobble. Naja, wohl, von der Form her könnte es vielleicht einer sein. Mhm. Wenn man ihn einfrieren würde. Oh. Zumindest dieser große Boss-Bubble-Bobble, den mein Puzzle-Bubble als Boss hatte. Oder als letzten Gegner, sag ich mal so. Wow. Aha. Fein. Puh! Was zum? Musst du ihn... Ich muss den wohl mit dem meisten Zeug abschmeißen. Du musst ihn mit Chili-Pasta füttern. Füttern. Ja. Das muss in seinen Maul. Puh. Aber voll rein. Also noch einmal. Ja, die Bossen in diesem Spiel sind was anderes. Die sind total was anderes. Ja, davon wird er total kirre. Naja, Eis mit was Heißem füttern ist klar. Oder was Scharfem. Pasta. Er schmeißt. Das sieht aus wie eine gefrorene Erdbeere, ja, die du danach dir schmeißt. Das Eis, der Schneeorte macht aber keinen Schaden, ne? Der friert sich nur ein. Ja, oh, ich weiß nicht, was ich mit dem Angriff mache. Manch. Lecker Restar. Ich fress gerne Sterne zum Mittag. Ja, jetzt macht Lunch auch Sinn im Bossnamen. Ich schätze mal, er heißt Itamur. Ja. Dann logischerweise. Muss gefüttert werden, ständig. Ey, er saugt es nicht ein. Ah. Er saugt nur mich an und ich kann dem nicht entkommen. Tut das nicht. Ich kann dem Angriff nicht entkommen. Um das mal zu bemerken, dieser Boss fuckt mich gerade ein bisschen ab. Wenn du irgendwas zu essen haben willst, dann geh doch einfach nach K&K oder so. Geh nach Subway.
Na, egal wie ich es mache, er trifft mich. Ach! Ja, und jedes Mal, wenn er getroffen wird, ändert sich seine Farbe. Ja, wahrscheinlich von dunkelblau nach rot. Er hat seine Strategie ein klein wenig geändert. Das war knapp. Sie ist jetzt 10-mal effektiver. Damit. Okay, Worte gelernt zu zielen.